Willkommen zurück zum großen Finale, nach dem großen Finale, nach dem großen Finale von The Forgotten City mit mir, Dennis. Wir haben jetzt schon das ein oder andere gesehen hier. Wir haben schon ein Ende erlebt. Wir sind entkommen aus der Stadt. Also eigentlich ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber nicht für die meisten Bewohner dieser Stadt. Denn wir konnten, ich glaube, 6 Leute retten. 5 oder 6 Leute. Dazu kommen noch ich. Citizen. Hallo. Ich und Al Wirth, wir erinnern uns, das war der andere Mensch aus meiner Zeit, also aus unserer Jetztzeit, der ebenfalls hier in diese Vergangenheit versetzt wurde. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass nur insgesamt irgendwie 7, 8 Leute überleben von den über 20, die hier in der Stadt rumhängen. Wir müssen da besser werden. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal noch ein nettes, freundliches Gespräch mit dem guten Mann zu führen, der sich da Hades schimpft. Wir erinnern uns. So. Mal hier nochmal kurz Ulpius retten. Salve, Wenn wir welcome. mal gerade vorbeigehen. Ich bin etwas nervös. Sorry. Ich muss mal mit. All right. Jetzt I can't gehen. believe this is how it ends. Ulpius. Oh no. No. Ja, No, ja. no, 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 no. Ulpius, what are you doing? That's the. What? Why do you. I know. Please. Komm, I'm ich rette den sorry. jetzt Please schnell. help him. Ja, ich glaube, ich werde mit ihm reden. Würde You. das Centilla wollen? Well, you don't Nein. understand. It's if I. Ich habe schon Julias Leben gerettet und ich würde euch ebenfalls gerne helfen. Oh, really? But we're still. Ja, in der Really? Tat, ich gebe dir das Geld. You'd. It's. Natürlich. So, hier ist das Thank you, Geld, I just wish. bitteschön. Macht euch I'll keine go in. Sorgen. Viel Spaß. So, wieder Leute gerettet. Das Leben ist schön. Nochmal hier ein kleines Graffiti lesen. Tempel aufschließen und zurück zu meinem besten Freund, dem Hades. Was war das erste? Erst Pluto. Dann sind wir im griechischen Tempel. Da brauchen wir dann Hades. Nett, dass das Spiel einem das auch markiert. Dann kommt man gar nicht auf die dumme Idee, da vielleicht das Falsche anzugeben. Dann müsste jetzt Osiris kommen, ne? Ja, genau, der Ägypter und zum Schluss noch der sumerische Gott der Nergal. So, wir gehen wieder zurück auf die Raumstation oder aufs Raumschiff. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, was der gute Mann dazu zu sagen hat, dass ich ihm die Krone seiner Geliebten zeige. Was da wohl kommt. So. And here you are. Da bin Allow ich. me to introduce myself. Halt die As Fresse. you I don't care. and what it but they Ja, first. bla. Seht ihr das hier? Das ist Proserpinas Krone. Ah, ich würde aber auch voll gerne wissen, ob ich ihn überreden kann. Dazu. Warte mal, ich hab. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Seid ihr für die That is goldene merely Regel the name. verantwortlich? Woher kommen, was ist für euch eine Sünde? Hier You plan schreckliche to Dinge speak. gesehen. So. Entführung. Abduction. You mean the magistrate. He did so because she sought to escape. Better that he stops her from escaping. Na Now tell. gut. Kann ich denn nicht? Man kam doch hier irgendwie. So, jetzt kann ich hier. Kein Wunder, dass die Leute sagen, die Götter seien grausam. Ich wirf dieses Tyrannei-Argument hinaus, weil ich da das Gefühl hatte, ich bin falsch abgebogen und vielleicht hätte ich ihn überreden können. Do you honestly think? Niemand kann absolut perfekte I should. Entscheidungen treffen, genau. Wenn ihr das tätet, würdet ihr meinen Standpunkt bestätigen. Now, did you. Na, okay, das war der falsche Weg. Wie habe ich denn das gemacht? Was ist für euch eine Sünde? Vielleicht war das der Weg? Es scheint, als hättet ihr daran festgehalten. Okay, ich komme da nicht hin. So, hier, Krone. I would recognize that anywhere. And yet my beloved still wears hers. What is this? How did you come by it? Du bist wohl auch nicht immun gegen Zeitschleifen. Von ihr, nachdem ich sie in einer anderen Zeitlinie umbrachte.
Hab ich doch gar nicht. Ich hab einfach nur den Kasten zerstört. Ich hab sie nicht umgebracht. Darauf lege ich Wert. Ich hab mit dem Pfeil neben sie gezielt, damit wirklich nur das Glas zerbricht. You vile, despicable creature. Why would you do such a thing? And worse still, boast about it. Weil ich ein ganz schöner Mistkerl bin. Mistkerlin. Ich wollte sie nicht töten, aber wenn ihr die goldene Regel nicht aufhebt, werde ich es wieder tun. Ich könnte das den ganzen Tag tun. Hebt die goldene Regel auf oder ich werde es tun. You have put me in an impossible position. If I refuse, you will murder her. And yet, if I agree, I will lose my wager and return to Elysium humiliated. Wer sagt das? And alone. Das ist der Plan. Perhaps you are cleverer than you appear, mortal. I do not see that I have a choice in this. Your treachery and savagery have opened my eyes like nothing I have witnessed in 3,000 years. And now you have shown me your species' true colors. And I see that Proserpina was a fool to have ever believed in you at all. This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Damit komme ich klar. Wir wollen lediglich in unsere Welt zurückkehren. Das hat er doch erklärt, weil die Wette dann eben nicht gewonnen werden kann. Bla bla bla, so jetzt kommt. Very well. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Ja klar, ich komme ja auch nicht aus ihrer Zeit. Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place. Ha! And you will create it. Wir haben alle gerettet. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now. Ja, mach. You would best pray our paths never cross again, mortal. Aber hätt's auch noch die Möglichkeit gegeben, dass er die goldene Regel aufhebt, aber die Leute sich trotzdem dran halten und nicht sündigen und alle ihre Wette gewinnen und wir einfach dann auch nach Elysium dürfen? Hätt's diese Lösung gegeben? Oh. Hi, Al. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Alworth, ich bin hergekommen, um dich zu suchen. Well, here I am. Ja, das Gespräch hatten wir gerade. I'm fairly certain you and I, fortunately, there was a community of 20-something people trapped in here and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to her. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus. Das war ich. Because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds ja, of years? Ja, genau so war's. Eigentlich bin ich das gewesen. What? Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Ja, komm. Alles gut. Wir kommen hier raus, alles ist schön. Und ich hab wieder mal den Tag gerettet. Nur diesmal müssten mehr Leute überlebt haben. Das wird uns Charon bestimmt gleich, oder Charon, bestimmt gleich mitteilen, wie es dann tatsächlich ausgegangen ist. Du bist hier am Hämmern. I'm gonna pause. Hämmern. Gute Idee, mach mal weiter so. Und ich rede schon mal mit Charon. Auch das Gespräch kennen wir ja größtenteils schon. Aber ich möchte ja schließlich wissen,
wie es allen ergangen ist. Und ich denke mal, dass Centilla vielleicht oder jemand anders mir wieder eine Tafel hinterlassen hat, die mir Charon jetzt gleich geben wird. You're back. Doch, hab ihn. Why don't... Ich habe herausgefunden, dass du nicht die bist. Bla 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 bla. Alles klar. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. You, I do not, that you died, my... Wie bin ich gestorben? Wer bist du? Welche Wahrheit wäre das? Achso, das habe ich schon. Genau, das kennen wir schon. Wir wurden ermordet. Bring uns doch bitte nach Hause. Dankeschön. Look, here comes Al now. Al, it's so good to see you. You were gone so long, I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who... Sounds like quite a... You two look exhausted. Sounds good to me. And you? Ja, fahren wir zurück. Ich bekomme nicht nochmal eine Tafel. Och, schade. Ich hätte natürlich jetzt gerne gewusst, was damit ist. Jetzt sind wir in einem Museum. Okay, cool. Interessant. Was haben wir hier? Private Member Wing, Current Exhibition, Ancient Rome, Ancient Greece, Ancient Egypt, Sumer. Also alles wie auch in der Forgotten City. Hey, you made it. It's great to see you again. I read your book and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Das waren keine Theorien, das war einfach nur ein Bericht. After everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Okay, bin ich jetzt irgendwie eine Nachfahre von jemandem dort? Das wäre ja der Hammer. Einfach die hundertfache Urenkelin von Centilla oder so. Aber es ist ja praktisch unmöglich festzustellen. So Ahnenforschung. What? You're finally here. Remember me? Was? Hä? Was? Wie? Ich dachte, wir sind jetzt im Jahr 2020 oder so. Wie kommt der denn hierher? It's a crazy story. After you disappeared, Charon appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Ach, Charon. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Was zur Hölle? Charon, du dumme Kuh, warum hast du die denn alle jetzt in unserer Zeit abgesetzt und nicht in ihrer Zeit? Das ergibt doch jetzt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, okay, ich bringe euch zurück, aber 2000 Jahre in der Zukunft. Hä? Warum? Oh, I used Charon's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. Aww. I know. I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. Zwischen denen ging was? We're planning to get married next spring. If you're gonna be around, we'd love to see you there. Wir haben noch kein einziges Mal miteinander geredet, Galerius und die Equitia, die Vestalin, die Priesterin. Die waren doch von so unterschiedlichen Ständen. Sie war doch quasi vom Stand her eine hohe Priesterin, also eine Adlige, wenn du so willst, eben eine religiöse Adlige, und er ist irgend so ein Bauer. Okay, aber in unserer Welt zählt das natürlich alles nicht wirklich, das stimmt schon. Of course. We'll meet full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. We'll speak again soon, my friend. Na, bei deiner Hochzeit dann, ne? Oh, hello. Equitia.
You're here. Hey. It's lovely to finally meet you. Galerius told me all about you. Ich freue mich auch, euch zu sehen. Wir haben uns doch sogar unterhalten. Nicht in dem Durchlauf. Vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Was hast du so gemacht? Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside, with room for a large family. And Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we ever imagined. We're just so thankful for what you did for us. For all of us. Klar. Wie geht's der Livia? Ja, die ist ja so ein bisschen verwirrt gewesen. Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. Mach ich. See you at the wed- Das ist ja echt... Also, warum das so passiert ist, keine Ahnung, aber es ist witzig. Es ist Hello. Wirklich witzig. I'm Dooley. Ich weiß. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bath, right? Ja, ja, ich glaub dir das. I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I'm... Aw, das ist cute. Haben sie den etwas anders gearteten Typen aufgenommen? Ja, ich wollte jetzt nicht behindert sagen, aber er ist geistig behindert, muss man so sagen. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my... Ein Kasten, der Geschichten erzählt, ist das ein... There she is! Ist das... Es sagt ja schon wieder die gleichen Sachen wie früher. Ein Walkman oder sowas? Oder ein iPod? Hey. Hi there, I'm Horatius. Ich weiß. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Centilla with us as well. So, thank you. Gerne. Was habt ihr so gemacht? I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alex, still, I have to keep challenging myself to let go of all the ones who pioneered our paths. Aren't our masters, but our guides. Er ist immer noch der große Zitatemeister. Tut mir leid, dass ihr eure Mädchen nie wiedersehen konntet. Oh, you remembered that. Thank you. I grieved for a time. But that's done. In the words of Epictetus. As those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal, remind yourself your precious one isn't one of your possessions, but something given for now, not forever. Gut gesagt. Thanks. Oh, and I don't know if you've heard, but a few of us are going for drinks later. It'd be nice to chat with you some more. Klar. Great. Bin dabei. Was ist mit Domitius passiert? Die mochten sich nicht wirklich, die beiden, ne? He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. War a UFC, na klar. Some kind of underground blood sport tournament. Like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. And they say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out. And his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. You're not wrong. Okay. Was ist mit den anderen? Wir haben ja noch ein paar eher schwierige Kandidaten. Was mit Maliolus zum Beispiel? Ah, Sentia, die ältere Schwester. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Klar. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's...
Oh, you know what? The important thing is, we'll never see him again. Was habt ihr so gemacht in letzter Zeit? Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Meine Dienerin Alexa. meine Dienerin Siri macht das auch immer. Nee, ich habe ja Google. Google ist aber nicht so ein schöner Name für eine Dienerin. He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Ah, die gute alte griechische Bestrafung. Er hat mir einmal gesagt, dass er ewig leben möchte. Then I suppose he got his wish. You too. See you around. Ah, das ist so nett. Es ist wirklich ein schönes Ende, mit allen nochmal zu reden. Julia, die alte Selbstmordtante. Wir haben sie gerettet und jetzt ist sie hier. Das ist doch toll. Na? Hast du dich gut eingelebt? You're the Oracle, right? Ja, ich habe dein Leben gerettet. Oh, of course. Sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me and all of us out of a terrible situation. Bitte gerne. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire ever was. Did you know there are entire continents Rome never knew existed? And you can travel almost anywhere in an aircraft, which is rather like flying on a Pegasus, but much more comfortable. Ja, und es gibt was zu trinken. I already know all that, of course. I'm just so excited. There's so much to see and learn and write about. Das klingt wirklich wunderbar. Viel Glück damit. People from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Was ist aus Maliolus und Claudia geworden? Das ist eine sehr gute Frage. Da habe ich mich ja eben schon gefragt. Die sind ja jetzt auch nicht unbedingt die nettesten Mitbewohner in der Stadt gewesen. Last I heard, Maliolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire. And wound up being committed to a psychiatric hospital. Klar. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... What's that German word? Schadenfreude? Es ist das perfekte Wort, Julia. Hast du gut getroffen. Thank you. You're very kind. Was ist mit Aurelia passiert? Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently, he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... What was it? Nigeria? Nigeria? Yeah! Some people have all the luck. Sie wurde reingelegt! Das ist großartig! Ich liebe es! Die Frau, die alle reingelegt hat mit ihrem Trick hier von wegen hier Selbstmordgift gegen viel Geld zu verkaufen als Ausweg aus der Stadt, die wurde jetzt reingelegt von dem mit dem klassischen nigerianischer Prinz-Betrug. Ah. Well, you are the Oracle. Ich freue mich. Das ist schön. If you're ever in London, let me know. We can go to bars and drink wine and listen to the stories of the 9 million people who live there. Das machen wir gerne. I hope so. Ach, das ist schön. Danke, Julia. Lucrezia, was geht bei dir? Die Priesterin turned Krankenpflegerin. Hey, Lucrezia. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you drove the last of them off. Ja, die sind weg. So,
Ich meine, ich kann nicht für den jüdischen oder den christlichen Gott oder den muslimischen Gott sprechen, aber die römischen Götter sind weg. Was habt ihr so gemacht? I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. Ich hätte jetzt gern noch gewusst, was mit der Nevia ist, oder Naeva, die eigentliche Ärztin, die sie da unten hatten, die ja dann verrückt geworden ist. Aber die lebt ja jetzt zum Zeitpunkt X auch noch, wo ich die Stadt befreit habe. Die war ja noch da, also bin mir relativ sicher. Die war halt nur in dem Palast mit ihren ganzen wandelnden Goldleichen, aber ist die nicht auch befreit worden? You too. Don't be a stranger. Na, vielleicht ist sie da geblieben. Kann ja sein. Die wollte ja vielleicht dann ihre Freundin da nicht verlassen. Hey, Gorgios, mein Freund! Einen Uso auf dich, oder was? Ah, was geht? Greetings. You must be the legendary Oracle. It is a sincere pre- Ich kenne dich doch. We have you to thank for free. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Es gibt immer noch jede Menge Wein und Olivenöl, wie früher. Once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Aegean Sea. I hope you will Das klingt toll. And regale me with the story of how you faced off against the fearsome god of the underworld and won. Ich werde dort sein. Ganz ehrlich, Santorin ist mega geil. Da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Einfach nur, ich war da schon mal im Urlaub. Wenn er mich sogar einlädt, klasse. Genau, was mit Fabia passiert? Ah, the poor sweet thing. Perished in a shrine collapse before the rest of us were saved. It is the one regret I have in Och, Menno. Sie ist nicht gerettet worden? So eine Scheiße. Was soll denn das? Ich hab doch... Das heißt... Sind nicht alle gerettet worden? Nur weil ich ein, zwei Leute vergessen habe? Mann. My friend, there is no need for you to... Nein, ich habe nicht genug getan. Ich hätte alle retten können. Muss ich jetzt nochmal das Spiel laden und nochmal zurückgehen? You too, my friend. Verdammt, das ärgert mich jetzt. Ha. I take it you're the Oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Digi, wir haben so viel miteinander geredet. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. Ich bin Philip, der Philipposoph. Let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University. Helping fill the odd gap in Na, das ist als Zeitzeuge selten gefunden übers alte Griechenland. I do love being around enlightened Oder das alte Rom. Again. Aber er war ja Grieche, deswegen. Es wäre schön, euch wiederzusehen. My sincere thanks, one. Ja, ja, tolle Geschichte. So. Da hat sich aber einer gemütlich gemacht. Ah, oh, hello at last. You must be the Oracle I've heard so much about. I'm Desius. Toll, hallo Desius. Er ist wahrscheinlich der... Der größte Arsch in der Stadt, der trotzdem hier ist, weil die anderen sind ja alle irgendwie gestorben, die ganzen anderen blöden Mistkerle und Mistkellinnen. I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Mhm, gern geschehen. Most gracious of you. I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. Das stimmt. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the Oracle and future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and art. Bist so ein Arschloch. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Ja, wirklich, wie er sich nur die größten Scheißsachen aussucht. DVD-Verleih hat große Zukunft. Fernsehsendungen sind die nächste große Erfindung. Printmedien werden ein großes Comeback erleben. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. Danke. I'm gonna make a bloody fortune. Print ist tot.
Tschüssi. Dann let me keep. Ja, ja. Halt die Fresse. So. Good evening. Wen haben wir denn hier? Livia und Octavia. Hallo, Octavia. You're here. It's so lovely to see you again. Die Dame, die immer den Boden gewischt hat oben bei Ulpius. Das war ihre hauptsächliche Beschäftigung, bei der wir sie kennengelernt haben. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god, but thank you for coming and for saving our... Gerne doch. Ich hab gern geholfen. Was habt ihr so gemacht? I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. I'm not far from my old place. Oh, and I'm training to be a Weil sie immer mit Ulpius reden musste jeden Tag. Not to take his own life inspired me. I just want to spend the rest of my life helping. Aww. Like you helped him. That's cute. Sehr nobel, finde ich gut. Thank you. That means a lot. And you? Feini, feini. Und Livia, was geht bei dir? Greetings. Geht's dir besser? Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. Das ist tatsächlich krass, das muss man sich mal vorstellen. Die Götter, beziehungsweise der Hades, Alien-Gott da, der wollte uns sozusagen, oder hat uns gesagt, dass wir niemals nach Elysium kommen werden, also niemals aufsteigen werden auf eine höhere Existenzebene. Und alles, was er kannte, waren halt die Ägypter, die Griechen, die Römer aus der Antike. Und wenn er uns heute sehen würde, dann wären wir wahrscheinlich schon so viel näher dran an diesem erhabenen, aufgestiegenen Zustand, diesem Elysium. Weil uns geht's heute so gut. Wir leben doppelt so lange wie die Leute damals. Wir sind viel gesünder über weite Strecken des Lebens. Wir sind viel wohlhabender als Gesellschaft. Nicht jeder einzelne von uns natürlich, aber die Menschheit an sich insgesamt ist viel wohlhabender und gesünder. Viel friedlicher auch, auch wenn es überall Krieg gibt. Guckt die Nachrichten, ihr seht überall Kriege, aber es sind immer noch 10-mal weniger Kriege als damals. Und Rechtsstaatlichkeit hilft natürlich auch bei einem glücklichen, zufriedenen Leben. Also, wir leben heute schon fast im Paradies. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while. At least until I'm well enough to be independent again. She still talks fondly of you. Zu Recht. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid. Das ist eine Menge Poesie. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. And you? So, wen haben wir hier noch? Ach, das wird eine lange Folge, Leute. Da ist Kabash, unser ägyptischer Freund, der etwas sture. It is an honor to finally meet you. Alter, wir haben so viel miteinander geredet. Ich hab dich überzeugt, dass deine Götter nicht so geil waren, wie du gedacht hast. You know my name? Oh, of course. You are an orc. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place. And for your role in... For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people. I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Auf jeden Fall. Indeed. Sehr gut, thank guter you. Mann. Kabash, guter Mann. Schön um die Welt fliegen. So macht man das. So, wen haben wir hier noch? Hi. Zentilla, natürlich. Hello there. Hi, Zentilla. Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me. And that monster got what was coming to him. Klingt, als hätte er bekommen, was er verdient hat. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even schön. More wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us.
If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Da habe ich echt nur Fabian nicht gerettet, ne? Ich habe alle gerettet, nur Fabian nicht. Scheiße. Thanks. Ach, Mist, ey. Good to see you under better circumstances than last time. Ja, freut mich, dich zu sehen. Thank you for saving my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. Es wäre echt ärgerlich gewesen, wenn er noch gesprungen wäre in dem Durchlauf, 5 Minuten bevor alle gerettet waren. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty and I think, what if I had given up hope? Tja. Missed out on all of this. Das wäre blöd gewesen. So we're living each day to the fullest. And we end them all the same way. Sitting together on our terrace with a glass of our wine, which the locals say is almost drinkable now. And watching the sunset over the rolling hillside. And I couldn't be happier. It... Das ist wirklich schön gewesen. So, wen haben wir hier noch? Rufius. Rufius, unseren Rheumatiker. Good to see you. Du kannst heute auf jeden Fall besser behandelt werden, oder? I go by Rufus now. New start, new name. I probably would have lost my mind. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. Was habt ihr in letzter Zeit so gemacht? I live with Virgil in Rotterdam. Not far. It's very modern. Destroyed in the war, and it rebuilt itself. Good place for a fresh start. Also Virgil ist auch rausgekommen, alles gut. I haven't decided what I'm going to do with my life yet. One adjustment at a time. Aber ich wusste doch, dass er im Geheimen auch homosexuell ist. Dass er sich zu Virgil hingezogen fühlt und ihn deswegen angreift, weil er Angst vor diesen Gefühlen hat. Good to know. Anyway, it was good practice for the new world. Hat er recht. Security cameras and smartphones everywhere. Got to stay vigilant. Das stimmt leider. Ihr gewöhnt euch dran. You too. Look us up next time you're in the Netherlands. We're grateful. Ach, Virgil. Ach, das ist Virgil. Der Virgil. It's so nice to finally meet you. I've heard so much about... I wanted... And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little gruff, but once you get past that, he's a lovely fellow. Ich sag ja, wie Roy Kent aus Ted Lasso, aus der Comedy-Serie. Der ist ja genauso. Ein totaler, netter, nettes Bärchen, aber total fies und roh und so, wenn man das erste Mal mit ihm redet. I'm studying to be an architect again and living with Rufus in our beautiful flat in Rotterdam. Just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Nee, haben wir wirklich nicht. Wir machen alles wieder kaputt. Gerne, jeden Tag, alles, was wir uns aufgebaut haben. You too. As Rufus said in his own laconic way, if you're ever in the Netherlands, we'd love to show you around. It's the least we could do. Da werde ich wohl drauf zurückkommen. So, wir haben es geschafft, glaube ich. Wir haben uns mit allen unterhalten. Das waren eine ganze Menge Leute. Aber was will uns denn der gute Mann hier noch sagen? Der gute Al? There you are. I hope you enjoyed that. Oh yeah. Now there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know. Proserpina? Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Die Stimme kenne ich doch. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal. And now,
a regular mortal. I wanted to meet you in person and thank you for freeing all these people and me. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Na, nicht viel. Ihr wärt halt alle gestorben. Ihr habt also die ganze Zeit geflüstert. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues and whisper to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. Voll die gute Idee. Hat super funktioniert. Teilweise hat's mir echt gute Hinweise gegeben. Ihr habt die Zeitschleife, genau, das war ja im Tempel der Proserpina, war ja dieser Zeitschleifenmechanismus sozusagen. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of a cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. So I whispered to Sentius in secret, telling him the prayer required to create a portal in my shrine. I knew the danger of humans being corrupted by godly power, and so I put a safeguard in place. I required the creator of the portal to sacrifice their own life, so that it could only be used selflessly to help others. What I did not anticipate is that Sentius would retain his accumulated memories from each previous day. And as a veteran soldier, he had long since shed his fear of death. He quickly discovered that he could, in effect, prolong his own life indefinitely by exploiting the cycle. Of course, once I had taught him the prayer, I could not unteach him. And there was little I could do but wait for someone like you to come along and see him for what he was. We were all fortunate you came along when you did. Ja, ich bin auch glücklich, dass ich da war. Aber das war ein ganz schöner Gamble, oder? Also, auf die letzten zwei Münzen, die noch auf der Welt irgendwo vergraben waren, zu vertrauen, dass die gefunden werden. Das hätte ja auch ein Tier finden können und die verschlucken und dann ertrinken und dann wären die nie gefunden worden und keine Ahnung was. Also, es hätte ja tausend Möglichkeiten gegeben, dass die verschüttet werden oder sonst wie, nie wieder auftauchen. Tja, ganz schöner Gamble. I don't know what happened to him. I haven't heard from him. And I rather hope it stays that way. Ja, ihr Ex ist auf jeden Fall ein bisschen nervig. Ja, der wird nach Hause geflogen sein. Ich meine, der wollte doch zurück nach Elysium. Der war verbittert, der wollte zurück zu seinen Leuten. Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was. But I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will. One day. Okay. Charon baut eine neue Unterwelt. Ist das eine Art kleiner Hinweis auf einen möglichen Nachfolger? And you. Although it feels like I've known you forever. Na, mindestens so 10 Zyklen oder so. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Ja. Natürlich. Good. Because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld. Holy fuck. None came close to achieving what you did. Hercules, Orpheus, Theseus, and Aeneas would be proud. The Canon Ending! Wir haben das beste Ende freigeschaltet, das auch offiziell Kanon ist. Also das ist sozusagen das Ende, was die Entwickler als das Ende vorgesehen haben. Wenn es einen zweiten Teil gäbe, würde er anschließen an dieses Ende. Okay, wir haben also auch alle Leute, die als Goldstatuen da rumstanden, gerettet. Das ist mal cool. Das ist sogar sehr cool. Ich hoffe, auch die verstümmelt wurden von Naeva, ich spreche die mal falsch aus. Aber toll, also eine tolle Idee, ein witziger Kunstgriff von den Entwicklern zu sagen, dass die Leute dann jetzt halt einfach ins 21. Jahrhundert versetzt wurden. Ich meine, das ergibt eigentlich wenig Sinn. Aber vielleicht war es noch so ein letzter kleiner Gag von Charon, die vielleicht auch nicht so einverstanden war mit dem, was ihr Herr und Meister Pluton da gemacht hat. Und einfach sich gedacht hat, als Wiedergutmachung bringe ich die Leute alle dann an einen Ort, an dem sie so gut leben können, als wären sie tatsächlich im Himmel aufgestiegen. In unsere Zeit, wo es tatsächlich... Und gib ihnen auch noch Geld. Sie hat ihnen ja auch noch Geld gegeben.
Also, die sind ja alle wohlhabend hier. Hier ist ja keiner ein armer Schlucker irgendwie von den ganzen Überlebenden. Ja, sehr cool. Das hat super funktioniert. Ach ja, das war hier übrigens Ancient Roman God, war Dennis Kleinman. Der hat mehrere Leute gesprochen. Das ist ja witzig, dass sie selbst im Abspann noch nicht seinen Namen Hades oder Pluto nennen. Selbst hier versuchen sie auf Spoiler zu verzichten. Naja, das war klasse. Wir würden uns freuen, in Zukunft noch bessere Spiele zu machen. Gerne, wir empfehlen das weiter, oder? Empfehlt ihr das weiter? Ich empfehle es weiter. Es war nämlich ein tolles Spiel, ein tolles Erlebnis. Und wer bis jetzt dran geblieben ist, der kann auch gerne mal bei den Entwicklern vorbeischauen und auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf ihrem YouTube-Kanal von The Forgotten City bzw. den Entwicklern und da einfach mal ein Like da lassen. Lasst doch mal ein Like da. Seid doch mal nett, weil das war echt ein cooles Spiel mit einem schönen Ende, mit einem wholesome End, wie man so schön sagt, also ein richtiges Happy End. Leider ist Fabia gestorben, das tut mir leid, aber damit müssen wir jetzt alle leben, glaube ich. Die arme Frau ist in den Tempel gerannt. Tja, das war nicht so eine gute Sache. Aber ich gebe Vergil die Schuld, er war dafür verantwortlich, die Gebäude in Schuss zu halten. Ich bin nicht schuld. Gut, Leute, das war The Forgotten City, das war ein herausragendes Erlebnis. Habe ich selten gehabt, sowas. So tolle Geschichten gibt es selten. Ich finde, hier im Kanal kommt da noch Outer Wilds ran. Das Outer Wilds Let's Play von vor etwa ein, zwei Jahren. Ihr könnt ja mal Outer Wilds Spielkinder bei YouTube eingeben oder bei uns im Kanal danach suchen. Das Spiel hat mich ähnlich beeindruckt, was die Story und die Art und Weise, wie Charaktere einem nahegebracht werden, wie es erzählt wird. Das hat mich ähnlich beeindruckt wie jetzt Forgotten City. Und es war ja eben auch ein relativ kleines Indie-Spiel. Da gibt es einfach offensichtlich alle ein, zwei, drei Jahre gibt es mal ein so ein Ding, was wirklich alles andere wegfegt. Ja, so ein Erzählspiel. Wirklich toll. Genau. Und wer Spiele, die wir nicht im Kanal gespielt haben, aber die ich trotzdem, was Story angeht, sehr empfehlen kann. Ich habe erst vor einigen Monaten Disco Elysium nachgeholt, das sagt bestimmt auch einigen was. Es wurde ja letztes Jahr ziemlich gehypt, das Spiel. War es letztes Jahr, vielleicht auch schon vor anderthalb Jahren oder so. Auf jeden Fall ist es ein isometrisches Rollenspiel, das ein bisschen anmutet wie altes Baldur's Gate oder so, aber es ist ganz anders und doch irgendwie sehr ähnlich. Es hat eine tolle Geschichte, fantastische Charaktere, die mir, ich glaube, mein Leben lang im Gedächtnis bleiben werden. Es ist wunderbar, wunderbare Musik, wunderbar gestaltet, visuell. Also, und es ist nicht so lang, hat man nach 30 Stunden ungefähr durch. Also es ist natürlich lang, länger als dieses Spiel, aber es lohnt sich, jede Minute davon. Und auch The Forgotten City lohnt sich. Wenn ihr es nochmal selber spielen wollt, es gibt bei Steam, es gibt überall, wo es Spiele zu kaufen gibt. Also Forgotten City, eine Empfehlung wert. Gut, Leute. Was als nächstes hier im Kanal läuft, das werdet ihr sehen. Ich weiß es auch noch nicht so genau. Ich habe jetzt erstmal zwei sehr arbeitsreiche Wochen vor mir. Und in der Zeit werde ich mir überlegen, was ich dann als nächstes mal wieder hier spiele. Und dann hoffe ich, dass ihr auch da wieder einschaltet und viel Freude daran habt. Sagt mir, wie ihr Forgotten City fandet. Mochtet ihr das Spiel? Hat euch die Story jetzt gekriegt? Fandet ihr das Ende gut? Würde ich mich sehr darüber freuen, über eure Meinung. Und auch natürlich über ein Like und einen Share für dieses Video. Ihr könnt auch abonnieren, das habt ihr aber wahrscheinlich eh schon gemacht. Gut, Leute, ich war Dennis, das war Forgotten City, das war eine sehr lange Folge. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao, ciao.